Leider durften wir bei Iron Storm kein Video von der Xbox-Version von Deus Ex 2 machen, deshalb zeigen wir euch ein wenig älteres Filmmaterial von der frühen PC-Fassung. Nach dem, was wir aber bisher von Deus Ex 2 auf der Xbox sehen durften, gibt es keine großen grafischen Unterschiede. Wer den ersten Teil bereits auf dem PC oder der PS2 gespielt hat, wird wohl mit uns übereinstimmen, dass der Titel zwar spielerisch revolutionär war, optisch aber eher durchschnittlich. Damit man das nicht auch vom Nachfolger sagen kann, hat Iron Storm die neueste Unreal Engine lizenziert. Und wie ihr sehen könnt, hat das einiges gebracht. Charaktermodelle wirken lebensecht, die Texturen sind detailreich und vor allem Licht- und Schatteneffekte sind beeindruckend. Die Entwickler haben besonders auf einen hohen Realismusgrad in der Umgebung geachtet. Ihr könnt das meiste kaputt schießen oder benutzen, egal mit was ihr interagiert, alles verhält sich physikalisch korrekt. Durch sogenanntes Normal Mapping können Texturen wie echte 3D-Objekte wirken. Die Kerben an diesem Suchscheinwerfer zum Beispiel sind nur Texturen. Zum Abschluss noch ein kleiner Kampf mit einem Hunter-Seeker-Bot. Da dieser Zweibeiner sehr gut gepanzert ist und wir keine schwere Bewaffnung haben, sollten wir ihn erstmal mit einer EMP-Granate außer Gefecht setzen. Na super, leider verfehlt. Also müssen wir ihn doch mit unserer kleinen Pistole behaken. Das kostet einige Munition und das Mistvieh schießt auch noch zurück. Aber wir sind der Held und der Held gewinnt bekanntlich immer. Mehr zu Deus Ex 2 lest ihr am besten im Heft nach.